Herzlich willkommen zu diesem Video-Tutorial. Ich stelle euch hier in mehreren Videos das Programm GIMP vor. Wenn wir GIMP auf Google suchen, dann sehen wir auch sofort, wofür die Abkürzung GIMP steht, nämlich für GNU Image Manipulation Program. Es handelt sich also bei GIMP um ein Bildbearbeitungsprogramm. Das Tolle an diesem Programm ist, dass es völlig kostenlos ist und trotzdem sehr mächtig ist. In diesem ersten Video zeige ich euch, wie ihr GIMP downloaden könnt und auf eurem Computer installieren könnt. Geht dazu zuerst mal auf die Seite von GIMP, www.gimp.org, und bereits auf der Startseite seht ihr den Download-Button. Mit einem Klick darauf öffnet sich die Download-Page und hier empfehle ich euch, diesen orangen Link auszuwählen, nämlich den direkten Download. Ihr könnt die Datei nun in eurem gewünschten Ordner speichern. Sie ist ca. 92 MB groß. Das Ganze dauert also ein wenig, bis es gedownloadet ist. So, wir brauchen noch ca. 20 MB. Wir gedulden uns noch ein wenig. Jetzt ist der Download abgeschlossen. Ich öffne also den Ordner und habe hier die Installationsdatei vorliegen. Wie installiere ich nun GIMP? Ganz einfach mit einem Doppelklick auf die soeben gedownloadete Datei und mit anschließendem Klick auf Ausführen wird die Installation gestartet. Ich kann hier noch Deutsch als Sprache auswählen und klicke dann einfach auf Installieren. Die Installation läuft nun. Ihr müsst nur warten, bis der Balken ganz rechts ist. In diesem Video habt ihr nun gelernt, wie ihr GIMP vom Internet downloaden könnt und wie ihr es anschließend installiert.